Hier ist kalt. Boah, das ist eine gute Frage, ob das Spiel Lore hat. Ich habe mich bisher noch nicht so wirklich damit befasst. Ich weiß nicht. Hier ist kalt. Können wir ihr eine Jacke finden? Können wir ihr unsere Jacke geben? Komm mit. Wir suchen dir eine Jacke, ja? Ich finde das wirklich immer noch voll süß, dass man hier Händchen halten kann. Aber ich finde keine Jacke für sie oder sowas. Soweit ich weiß, bekommt sie ja hier die gelbe Regenjacke. Und das hier soll ja auch vor dem ersten Teil spielen. Also ist das quasi ein Prequel. Weil... Sagen wir mal so, ich spiele das jetzt nicht blind. Ein bisschen kenne ich davon. Ich habe vieles vergessen, muss ich aber auch ehrlich sagen. Kommst du mit, oder? Alter, dafür hätte ich nicht die Eier, sowas zu machen. Bei so einer, über so eine schmale, zerbrechliche Brücke zu balancieren. Über so eine Riesenschlucht. Bei Regen. Barfuß. Dafür hätte ich nicht die Eier. Ist das dann... Ist das ein Hut? Ja, ist ein Hut, aber nicht... Barfuß. Ach ja, das erinnert mich an das Remake. Hä? Gothic Remake? Warum war... Hä? Ist man da auch barfuß im Remake? Ach, die Woodland Trailer sind barfuß. Ja, okay. Habe ich nicht dran gedacht. Hier ist kalt. Sie braucht eine Jacke. Oder muss das noch weiter in diese Richtung? Nee, noch weiter geht's nicht. Gibt's hier irgendwo eine Jacke? Oder wie komme ich weiter? Ja, jetzt speichert das wieder, aber Oh! Okay. Ja, Nixa ist manchmal sehr komisch bei Twitch mit den Emotes. Bis die freigegeben werden beim. Ich habe ein Emote, das ist immer noch auf Überprüfen seit jetzt einem halben Jahr, kann ich sagen. Ist noch näher ran? Tatsache. Und den habe ich schon sogar tatsächlich öfters mal angepasst.
Und nochmal versuchen, neu hochzuladen. Ah, jetzt funktioniert das. Ja, ist manchmal sehr komisch mit den mit den Emotes bei Twitch. Einige Emotes werden sofort durchgelassen, andere, die brauchen Jahre. Und wir haben hier ein Papier... ein Papierboot. Können wir den irgendwo fahren lassen? Boah, sie tut mir eigentlich voll leid. Nein, nimm ihre Hand. Komm. Wir gehen rein. Da drinnen. Da wird es wärmer sein. Ja, wir haben hier... Aid, hier. Eine Jacke. Zieh sie an. Ich hätte ihr wohl meinen Mantel angeboten, aber das Spiel will's nicht. Und ich habe die Befürchtung, dass wir dann vielleicht unterm Mantel nackig sind. Aid. Ja. Gib mir deine Hand. Komm. Hier hoch? Tatsache. Ah, dann klettern wir hier. So darüber. Und machen wir das da auf. Autsch. Wie viele Hüte haben wir eigentlich? Wir haben jetzt 4 Hüte. Ich hätte jetzt eigentlich gerne wieder eins, wo ich, wo man sein Gesicht sieht. Komm, wir nehmen den hier. Das passt dann zu ihr. Von der Farbe her. Da kann man sagen, wir sind im Partnerlook. Okay, das sind sehr viele Emotes. Also Freddy, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe mal ein paar von den neuen Aktionen von Twitch ein bisschen günstiger gemacht. Das mit diesen Dingen, dass man über Bits machen kann. Also zumindest die, die den Bildschirm jetzt nicht beeinflussen, sondern nur den Chat. Habe ich wieder runtergemacht vom Preis. Weil ich im Glauben war... dass das immer auf dem Bildschirm ist und da wollte ich das nicht gespammt haben. Auf dem Bildschirm. Wenn ich jetzt wie heute ein Let's Play mache, wäre das ein bisschen unpassend dann. Und das immer wieder neu einzustellen, wäre ein bisschen doof. Wie tollpatschig sind wir eigentlich, dass Aid uns jetzt das vierte Mal
hier den Arm ausrenkt, um uns aufzufangen. So würde ich eigentlich auch mal pennen, obwohl dazu hätte ich dann Angst, irgendwie so aus dem Bett zu fallen oder so. Aber einfach mal so schweben zu schlafen? So, den ziehen wir mal raus, wenn es geht. Ich möchte ihn rausziehen. Wir haben eine kleine Taschenlampe. Nächster, bist du dir sicher, dass du nicht extra für diesen Emote da abonnierst? Natürlich, spring auch noch hinterher, ne? Da war ein Weg. Und wir sind wenigstens beide gestorben. Und nicht ich alleine. Psst. Oh, warte mal. Da fehlt was. Ja. Jetzt. Komm, hilf mir. Ach, Sarkasmus und Ironie kann man lernen. Das kann man lernen. Ich bin so... So ein Mensch, ich bin sehr oft sehr gerne sarkastisch. Eine Taschenlampe. Okay, sie hustet. Oh, sorry, ich wollte dich nicht blenden. Hier hat jemand Ketchup verschüttet. Kann ich das da mitnehmen? Nö. Komm, ich nehm die andere Hand. So. Das sieht aber echt süß aus mit den beiden, oder? Ich glaube, wir müssen da lang.
Wir brauchen was zum Werfen. Oh, warte, warte, warte. Da. Aid, hast du Geld? Geht das so? Okay, dann geht's so. Hier, das ist für dich. Du nimmst blau, ich nehme rot. Oh nein. Ach Mist! Wieso funktioniert das nicht? Ah, jetzt. So, jetzt bin ich im Fernsehen. Und sie zieht uns immer wieder raus. So, ich gehe mal erstmal hier unten nach. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Ah, warte, das ist... Das finde ich cool. So, wir nehmen mal das ganze Spielzeug mit. Stellen die alle mal hier hin. So, den Plüschtier nehmen wir auch noch mit. Der kommt mir bekannt vor. Aus vielleicht einer Disney-Serie oder so? Kann ich irgendwie reinzoomen? Ne. So, mal gucken, hat einer von denen was? Das Ding hat einen Axtkopf drin, ne? Ich pack die beiden mal hier hin. Nehmen den Hasen mit. Mit zwei unterschiedlich langen Ohren.
Ja, es ist der Hase. So, okay, wohin dann mit dem Hasen? Oh, da ist sogar ein Bild mit von einem Bären mit einem Schlüssel drin, okay. Warte mal, gab es oben noch was? Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber hier muss es doch auch irgendwas geben. Ah, hier müssen wir hin. Okay. Wir springen hier mal nicht hier runter, sondern hier. Das heißt, wir müssen hier runter. Ich gehe mal ohne Edge mal los. Oder ich warte auf sie. Irgendwie habe ich jetzt Bock, so ein... Ich hätte... Ich hätte jetzt wirklich gerne so ein Dingens, Kennt ihr diese Mützen mit diesen Wackelohren? So einen hätte ich gerne. Okay, den Schlüssel haben wir schon mal. Kann man das da aufmachen? Nee. Ist hier sonst noch was? Hier liegt eine Hand. Ich krieg keine dieser Mützen, warum nicht? Warum, Freddy? Ich will aber eine. Okay, wir haben schon mal den Schlüssel. Das ist der Wahnsinn, der aus mir spricht. Mit den Mützen. Aber Freddy, ich will eine. Ich möchte... Okay, werden wir jetzt gleich von Puppen gejagt? Liegt hier ein Hammer rum? Haken. Kann ich mich dranhängen? Kann die Kiste da nicht mal verschieben. Warte mal. Vielleicht irgendwas dagegen werfen. Vorausgesetzt, ich finde irgendwas. Oder wir gehen mal in diese Richtung. Geht auf.
Hier gibt es bestimmt auch noch irgendwas. Ah. Hoppala. Ich dachte schon. Okay, hier kommen Spinnenhände. Nein. Nein. Alter, ist das widerlich mit der Hand. Klettert die auch hier? Okay, die ist nicht stark genug, um hinterherzukommen. Okay. Boah, sind diese Hände widerlich. Wenigstens sind die Hände nicht in der Lage, einen zu fressen. Oh, warte mal. Ach, krass. Wir können auch so um uns herum leuchten, okay. Da wird hier gleich runter. Ich weiß jetzt leider nur nicht wohin. Außer hier nach links. Jetzt? Ach, da oben. Alles klar, Falli, dann dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Achso. Schnell, okay, dann viel Spaß bei Command & Conquer. Und dann nachher schlaf schön. Dann sehen wir uns demnächst bestimmt nochmal wieder. Okay, mit dem Hammer. Wir müssen so tun, als wäre das ein Palotta. Immer eine Nummer sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. Und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber das Ding brauchen wir. Geht's hier denn weiter? Ah,
deswegen kamen wir da nicht durch. Eight? Was macht die da? Hat die einen Mittelfinger gebastelt? Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Ey, das fände ich cool, hätte die jetzt einfach einen Mittelfinger draus gebastelt. So ein lustiges kleines Detail. Warum nicht? So, aber ich will zuerst hier lang. Ich hoffe, hier sind jetzt aber keine Hände, die einen jagen. Okay, die macht das nicht mit, aber hier können wir nicht durch. Wir können durchschauen, aber mir auch nicht. Können wir hier irgendwo durch? Hier, hier ist verbogen. Nee, aber auch... Ah, hier. Ja. Nochmal, Aid. Es sind Puppen. Leuchte die Puppe an. Oh nein. Noch mehr Puppen. Ich glaube, ich muss durch die an den Puppen vorbei. Okay, die bewegen sich nicht. Das war jetzt nur die eine. Fällt mir gerade gar nicht. Das werden immer mehr. Nein! Okay, die kommen nicht hinterher. Es werden noch mehr. Nein. Nein, 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 nein. Ich hoffe, es hat ab hier gespielt. Nein.
würde ich sagen, ich mache hier eine kleine Pause und werde gleich dann wieder da. Ich mache mir dann eben noch einen neuen Kaffee. Und bis gleich. Wir machen mal weiter. Und versuchen hier mal durchzurennen. Können wir uns vielleicht auch durchschleichen? Ne, funktioniert auch nicht. Okay. Durchrennen hatte aber schon ein bisschen funktioniert. Zumindest bei den ersten hier. Das hatte noch funktioniert, okay. Na ihr? Geht ihr wieder zurück? Hier wird es ein bisschen schwieriger. Nein, nein, lass das Licht an. Lass das Licht an. Ich hab den doch angeleuchtet. Wo du dir eine Feuermagierrobe schneidern lassen kannst? Boah, das ist eine gute Frage. Also, den Tipp, den ich geben kann, ist eventuell selber machen. So, das wird schlimm mit dem. Kann da nicht drunter. Doch, ich kann hier drunter, ja. Hier kann ich nicht mehr drunter. Nein! Und jetzt? Ich komme hier nicht raus. Ach, nix da. Man kann sowas lernen, tatsächlich. Also... das, was ich quasi aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, Talent hat man nicht, Talent lernt man. Nein. Also Talent lernt man tatsächlich, meiner Meinung nach. Das ist alles Skill, das ist alles ein Muskel im Gehirn, das du trainieren kannst. Nein, nein, nein! Oder wie Freddy sagt, Talent hat man, nur übertrifft Übung nach einer gewissen Zeit das Talent. Das stimmt. Noch mal durchrennen. So, ist jetzt die Frage, wie machen wir das mit denen? Leuchte ihn an, leuchte ihn an!
Also Nixta, ich würde da wirklich sagen, einfach mal ransetzen und ausprobieren. So, ich habe aber da hinten was gesehen, wo wir durch können. Leuchte ihn an. Ja. Alle anleuchten. Alle anleuchten! Alle anleuchten! Oh, mein Herz! Fällt mir gar nicht hier. Gibt es hier hinten auch noch irgendwas einzusammeln? Eine Münze oder so? Mütze? Ein Hut? Hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Mein Herz ist kurz in die Hose gerutscht. Ich hatte gedacht gehabt, der wird uns jetzt noch kriegen. Beziehungsweise er rennt hier auch nur durch. Wir behalten mal die Taschenlampe. Käse, okay. Alter! Nein! Blätter hoch! Okay, jetzt sind wir in den Duschräumen. Warte mal, hier ist eine Kiste, die wir mitnehmen können. Da ist ein Durchgang. Wo führt das hin? Will ich's wissen? Was ist das für ein gelbes Zeug auf ihm? In der Badewanne? Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. Das sind riesen Gewürzgurken. Gelbe Gewürzgurken. Ich hinterfrag's mal nicht, warum die gelb sind. Irgendwie funktioniert mit dem Schieben nicht so, wie ich das möchte. Ich glaube, ich muss das eher ziehen. Obwohl, so funktioniert es gerade.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das brauchen werde. Ja, ich werde es brauchen. Um da hochzukommen, gehe ich mal von aus. Oder den hier verschieben? Ich kann den nicht schieben. Aber ich gehe mal von aus, dass ich da hoch muss. Also, da hoch. Ist da ein Knopf oder sowas? Nee. Gehen wir von aus, der eine hat sich da bewegt. Vielleicht. Ich glaube, ich muss den vielleicht zum Bewegen bringen. Und dann das Licht wieder einschalten. Stehen geblieben. So, jetzt kann der mir gar nichts mehr. So. Sein Stuhl ist es, was ich will. Klingt auch ein bisschen falsch. Die Kiste war also umsonst. Ja, komm, hoch. Hat's gespeichert? Bitte hat's gespeichert. Wie viele? Wie soll man das bitte schaffen? Es hat wenigstens gespeichert. Okay, zwischen denen durchrennen oder gehen ist keine gute Idee. Wie weit können wir nach hier hin? Rennen! Rennen, 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 rennen. Und jetzt nach hinten.
kommen die gleich hier durch? Okay, da ist eh Licht, also die kommen hier nicht durch. Oh nein, ich hab ungutes Gefühl. Oder doch nicht? Ich hatte jetzt kurz gedacht, gleich gibt es keinen Strom mehr und dann kommen die hier durch. Hi, Aid. Komm mit. Es hat gespeichert. Okay, die sind wir schon mal los. Da fand ich das mit den Kindern angenehmer. Ja, sie nimmt den anderen. Oh, ich finde sie super. Ich wollte... Tu ihn wieder rein. Kapitel jetzt zu Ende, oder? Es ist dunkel. Wir haben nur eine Taschenlampe. Es ist auf jeden Fall leicht gruselig, das Spiel. Das haben die auf jeden Fall gut gekriegt, die Entwickler. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Ich lasse die mal los, damit... Okay, da hinten führt eh nichts. Okay. Komm mit. So. Hier sind noch mehr Puppen, aber ich hoffe, die bewegen sich nicht. Hätte ich den einen kaputt schlagen können? Okay, wir sind wieder hier. Oh, warte mal. Können wir den... Wir können den verschieben. Wir können den nicht verschieben. Nein! Okay, andere Lösung. Die eine Hand schnell, so schnell wie möglich kaputt hauen, damit wir die andere Hand kaputt hauen können. Das eine können wir nicht verschieben.
Oder muss ich ganz schnell das eine da rausziehen? Das hier. Nein! Hauen wir einfach gegen das Ding dahinter, anstatt gegen die Hand. Obwohl wir auf die Hand zielen. Ich bräuchte eigentlich einen Death-Counter hierfür, oder? So oft, wie ich hier gestorben bin? Wo bleibt die Hand? Da. Alter, wieso? Ich hab keine Ahnung, wie ich sonst das lösen soll. Muss ich die Hand vielleicht in eine Ecke drängen oder so? Aber wie? So, komm her, kleine Hand. So, die erste Hand ist tot. So, Aid, das schaffst du. Ich glaube an dich. Haben wir geschafft. Hat aber auch gedauert. Da sind doch die Gesichter aus dem ersten Teil, oder?